Wir haben heute einen extrem krassen Push. In nur 2 Stunden wollen wir von 0 auf die 1000 Trophäen mit dem neuen Toon Spike Skin. Viel Spaß! Okay, und damit legen wir los. Also, wir haben noch irgendwas im Posting, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist es. Wir kriegen noch 195. Wir haben gerade Spike. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das ist jetzt so ein Zufall. Wir haben gerade wirklich Spike, den wir als legendären Brawler als nächstes freischalten. Wir müssen ihn irgendwie probieren, direkt zu kriegen. Das ist ja übel der Zufall. Okay, wir gehen mal in den Shop. Da sind die Gratisgeschenke. Okay, 88 Münzen erstmal abholen. Genau, wichtig. Okay. Das brauchen wir nicht. Haben wir irgendwas noch üben? Nee. 10 Powerpunkte auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, nicht vergessen, wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas im Shop eintragen. Sehr, sehr geil. Übel, übel krass. Okay. Jetzt ist nämlich folgendes der Fall. Wir sind jetzt wirklich... Ich denke, wenn wir jetzt hier für 12 Euro den Brawl Pass Plus kaufen, kriegen wir wirklich direkt Spike. Auf geht's. Du bist Startler. Brawl Pass freigeschaltet. Kriegen wir jetzt damit direkt Spike? Das ist die große Frage. Und jetzt erstmal hier den Pass öffnen. 1000 Münzen. 2500 Münzen. Ich hole erstmal den ganzen Stuff ab, den wir jetzt nicht so brauchen. Die Gems sind eigentlich auch ganz geil. Also eigentlich müssen wir fast ein bisschen reinlacken. Oder wann kriegen wir die Freischaltstufe? Hier, 25, dauert ein bisschen. Okay, dann starten wir rein. Mit den Credits und mit den Stardrops. Mit ein bisschen Glück könnten wir direkt damit Spike kriegen sogar. Das wäre halt geil. Das wäre halt wirklich ein geiler Start schon mal hier. Credits wieder. Wichtig. Ich glaube, wir schaffen es halt wirklich. Oh mein Gott, okay. Sehr, sehr krass. Ey, übel geil. Diese Folgen bocken halt immer. Vor allem halt auf 0 Trophäen zu starten. Ist übrigens auch immer ziemlich teuer. Deswegen... Ja, jeder Support zählt halt natürlich, aber die Folgen kamen auch immer krass an. Deswegen, ja, mich bockt's halt auch, ne? Mich bockt, sag mal das so. Mir macht's halt auch Spaß, wie auch immer. Jedes Mal halt einfach den Brawler auch am Anfang freizuschalten und halt hochzuleveln, ne? Dass man auch wirklich sehen kann, wie spiele ich bei 0 Trophäen, bei 500, bei 750 oder am Ende natürlich auf über 1000 oder 1250 Trophäen. Schaffen wir es jetzt oder nicht? Super seltener Stardrop. Seltener Stardrop. Noch ein Stardrop, selten. Geil. Wir haben es safe. Es ist so ein geiler Zufall, dass er gerade im Shop ist. Im Starpfad ist. Schaut sich an, es reicht halt wirklich genauestens aus. No way, hä? Als ob wir den wirklich gerade drin hatten. Jetzt. Ah, es reicht nicht. Ach so, es reicht nicht. 3730. Wie random ist es trotzdem, bitte? Ach, 13 Gems. Ich will es eigentlich schon gerne die Credits noch kriegen. Schaut mal, schauen. Haben wir da irgendwas? Was ist denn das jetzt? Wo kriege ich die nächsten Credits? Ich jam einfach auf. Oh, was ist das denn? Ist der Boden? Oh, so viele Stufen? Das ist bodenlos. Ich muss die doch jetzt irgendwie kriegen können. Kriege ich irgendwie Credits? Ey, wir sind auch gleich bei 9000. Dann kriegen wir auch wieder Credits. Oh, nee, lost. Wir sind... Ja, okay, nee, haben wir schon abgeholt. Ja, komm, ich jam jetzt einfach auf. Vielleicht haben wir Glück und kriegen erstmal... Wir hoffen einfach auf die einzelnen Startups. Komm, Drachenpin. Jetzt, komm, Credits. Episch. Powerpunkte. Da kriegen wir Gems sogar. Das ist ganz geil. Wir müssen den Pass... Ich glaube, wir schaffen den eh nicht hier auf dem Account. Jetzt, komm. Ding ist egal. Selten. Bruder. Okay, wenn wir jetzt aus diesem Startup die Dings kriegen, wäre es halt auch wieder lost, weil dann sind wir sowieso schon bei den Credits angekommen. Bruder. Das war's komplett. Okay, wir müssen genau die Stufe noch aufjammen. Wir werden dann jetzt heute eh auch noch einiges im Pass nebenbei öffnen, wenn wir die anderen Quests dann hinkriegen. Also, die Stufen sind nicht auf jeden Fall nicht verschwendet. Deswegen habe ich das auch gemacht, falls euch das fragt. Sehr, sehr geil. Spike freigeschaltet. Die meisten denken, dass Spike lediglich Coles und Shellys süßer Sidekick auf der Ranger Ranch ist. Dabei ist niemandem seine höchst traumatische Vergangenheit bekannt. Was haben wir noch? Oha, oh, okay, das ist direkt krass. Okay, die mit Abstand am meisten Piper. Also sag ehrlich, Pam aktuell auch solide, Bonnie nicht mehr ganz so stark, Hank eher schwach. Aber Piper aktuell auch eh stark, also Piper passt sehr, sehr gut hier. Let's go, wir kriegen 100 Credits direkt, okay. Kriegen wir überhaupt den Skin direkt, ist die große Frage. Werden wir gleich rausfinden. Wir starten erstmal wie immer ohne Skin. Auf 0 Trophäen, Power Level 1. Wir graden aber direkt schon mal ab. Power Level 1 auf Power Level 11. 2400 Leben. 65 Schaden wird verdoppelt. Wie immer. Keine Ahnung. Vor allem noch so viele Münzen und Powerpunkte auf dem Account. Keine Ahnung, muss irgendwelche Angebote eigentlich gekauft haben. Ist crazy. Geil, Mann. Power Level 11, das heißt 4800 Leben, doppelter Schaden, also 1120 jetzt auch direkt. Dann lass direkt so reinstarten und schon mal erstes Gadget, erstes Star Power direkt holen. Ja, also direkt hier Nadel, Kissen, Flak. Spike feuert 3 Nadelwellen in alle Richtungen und verursacht 1120 Schaden, wichtig. Und die erste Star Power ist Regeneration. Mit unserer Ulti können wir 1200 Leben pro Sekunde healen, wenn wir drin stehen bleiben. Und Hypercharge haben wir auch noch dann gleich. Ui. Okay, das ist die Map. Ich muss wirklich sagen, Spike aktuell oder auch insgesamt sowieso so ziemlich einer meiner Lieblings-Brawler, muss ich wirklich insgesamt sagen. Hier nochmal das Gadget. Das Gadget ist eigentlich geil.
Das Gadget ist eigentlich eher für den Nahkampf geeignet. Gerade für Tresore auch ziemlich krass. Ist ein bisschen random, das Gadget, sage ich ehrlich. Ich muss ein bisschen aufpassen. Spike halt wenig Leben, sehr viel Schaden. Guck mal jetzt hier die Star Power. Wir können es halt hier so reinstellen und healen pro Sekunde, ne? Ist für Showdown gar nicht mal so bad, eigentlich. Man merkt es auch hier schon ein bisschen. Klar, ist jetzt nicht die beste Fähigkeit, aber ist schon ganz geil. Und Gadget muss ich mal zeigen, stimmt. Ich zeig's erst einmal hier. Ist ein bisschen lost, aber ihr seht's immer. Ist halt, also auf Range macht ihr da ganz wenig Schaden. Aber wenn ihr euch reinstellt, macht ihr da, glaube ich, so 8000 Schaden oder so, wenn ich mich nicht täusche. Das ist halt schon ziemlich krass. Deswegen, gerade für Tresorab können wir es auf jeden Fall noch... Ich hoffe, wir haben Tresorab gerade drin. So, letzter Gegner. Komm, der ist eh lost. Ich gehe mal in den rein und versuche mal das Gadget zu zeigen. Guck mal, wenn ich drin bin, ist es krass. Das waren jetzt 5000, 6000, 7000 Schaden so grob, glaube ich. Also ziemlich viel. Ersten 10 Trophäen. Streak muss noch aufgebaut werden, sehe ich. Geil. Und der erste Startup sehe ich gerade auch noch. Oha. Direkt ein mythischer. Geil. Naja. Ist okay. Nehmen wir mit. Oh, noch einer. Selten. Ist okay. Ist okay. Damit würde ich sagen, wir maxen Spike jetzt komplett aus. Bis auf den Hypercharge. Den heben wir uns gleich nochmal auf für Brawl Ball. Zuerst hier Gear. Ne? Das ist dieses Gear hier. Das ist wirklich geil. Damit können wir nochmal 30% mehr Gegner verlangsamen, die in unserer Ult drinstehen. Übel geiler Effekt. Müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Auf jeden Fall immer dieses Gear nehmen, das Mythische. Und dazu empfehlen die Pros, also Schild geht auf jeden Fall gut, gerade für Showdown, denke ich. Ansonsten, je nachdem, auch Damage gerade gegen Tanks natürlich auch sehr gut. Und wenn ihr viele Büsche habt, könnt ihr auch Sicht nehmen, ne, um die Gegner irgendwie so zu enthüllen. Aber wir nehmen Schild für Showdown, denke ich, am besten. Und damit kommen wir zum ersten Gadget, und zwar dem Sukkulentenschutz. Spike lässt einen großen Kaktus mit 2400 Leben aus dem Boden sprießen. Es ist viel zu lang, die Beschreibung. Also er hat halt einen Kaktus, 2400 Leben. Und wenn er platzt, kriegen wir 1400 Leben dazu, also werden geheilt. Ziemlich geil eigentlich. Und die Star Power auch ziemlich geil. Und zwar der Bogenwurf. Also der Angriff fliegt in so Kurven so ein bisschen. Und dadurch, also in so Bögen, und dadurch können wir halt besser treffen. Also ist nicht so leicht zu dodgen. Die Pros können das zwar, die meisten normalen Spieler, sag ich mal, die 99% können das nicht. Und damit geht es los. An der Stelle übrigens wieder der Hinweis, am 24. Februar kommt meine eigene Handyhülle raus. Ich habe sie hier schon ausgewählt. Könnt gerne vorbeischauen. Am 24. Februar um 16 Uhr auf jojonas.shop könnt ihr euren eigenen Namen und eure eigene Spieler-ID eintragen. Und könnt ihr jetzt schon eure E-Mail eintragen auf der Webseite. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, glaube ich. Wenn das Produkt raus ist. Okay, jetzt bin ich fast gestorben in der Zeit. Wir können mal den Kaktus vielleicht hier zeigen, ne? Wenn der hier zerplatzt, kriegen wir Leben dazu. Genau, da haben wir es kurz gesehen, jetzt wäre ich fast nochmal gestorben. Und hat man die Star Power schon so ein bisschen gesehen? Ich glaube noch nicht so ganz, oder? Wir schießen mal hier hin, ne? Da sieht man es schon ein bisschen. Also, die fliegen wirklich in so einem Bogen. Und dadurch ist es deutlich leichter zu treffen oder auch für die Gegner vor allem deutlich leichter auszuweichen. Den Slow sehen wir jetzt auch nochmal hier, den erhöhten, ne? Die sind so langsam mit diesem mythischen Gear, wenn die da drin stehen. Das haben die schon verschlechtert, ist immer noch zu stark. Also Spike aktuell wirklich, macht auch Bock zu spielen, ist wirklich ein sehr starker Brawler. So, jetzt hier, wer ist das hier? So ein Crow nochmal. Dann nutzen wir mal hier unseren Sukkulentenschutz. Das ist der letzte Gegner. So, hier Jeanette nochmal hier den Sukkulentenschutz nutzen. Natürlich am besten nicht gegen Brawler, die Flächenschaden machen, aber es ist egal. Ult immer draufgeworfen, sie ist geslowt. Und wir holen den nächsten Win. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Skin. Auf den freuen wir uns natürlich am meisten. Wir kriegen jetzt hier 20. 21, sehr geil. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir haben ihn auch im Shop. Ich bin hoffentlich nicht dumm gewesen. Nee, da ist er. So. Ich sag ehrlich, man kann drüber streiten. Es ist vielleicht sogar aktuell mein Lieblingsskin im Spiel. Vielleicht auch deswegen, weil er gerade neu rausgekommen ist. Aber ich finde das sehr, sehr einzigartig, das Design. Es ist halt der erste Skin, ist jetzt hier, der in 2D ist. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Und dazu noch diese ganzen Pins hier. Ah, es sind gar nicht mal so viele, oder? Ich glaube, viele werden nicht angezeigt. Da rechts sehe ich noch so ganz klein den Rand. Ah, den seht ihr gar nicht. Ist bei euch abgeschnitten. Perfekt. Geil, Mann. Kann ich die Pins direkt einstellen? Sekunde. Also erstmal nochmal hier die Animation auch im Menü. Ist halt schon... Junge. Geil, Mann. Und dann kaufen wir jetzt gleich noch den Hypercharge für Brawl Ball. Aber erstmal jetzt den Skin. Ah, hier sehen wir die ganzen Pins, die wir haben. Die sind halt auch wirklich geil, ne? Guck mal, hier mit dem Kaktus, mit dem er jongliert. Oder der Spitzende. Ah, doch, wir haben sogar einen Spray. Wie geil, okay. Sukkulentenschutz heißt es ja. Sehr schön, haben wir. Die Kill-Animation, das macht auch A. Also der Gegner, der gekillt wird, macht auch so A, wenn er gekillt wird. Feier ich auch extrem. Und diese Geräusche sind auch nochmal geil, muss ich wirklich sagen. Guck mal, auch wie er läuft. Bitte mal ranzoomen an meinen Cutter. Und auch die Schüsse sind auch noch 2D. Okay, letzter Kill. Dann gehen wir schon mal in Brawl Ball und dann läuft auch die Zeit, wie lange wir hier brauchen für den gesamten Push. Bin ich mal sehr... Oh mein Gott. Na gut, dass wir noch low sind. Oh mein Gott. Ich bin lost. Ich dachte, ich kann die safe killen. Der hat 5 Cubes gehabt. Egal. Schade, Mann. Egal. Trotzdem, guter Start. Plus 8. Streak am Start. 31. Und die Quests sind auch geil. Lass bei 750 Trophäen dann auch die ganzen Sachen öffnen, die wir hier farmen. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen es reinstarten. Wir brauchen aber noch natürlich den Hypercharge. Und der hat es in sich. Spike sowieso sehr wichtig. Man kann den Hypercharge leicht aufladen.
mehr Tempo, mehr Schaden, Schild und die Ulti ist 20% größer. Das macht einiges aus, vor allem mit dem Slow zusammen. Super starke Kombi und ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Auf geht's. Aber was ist denn für eine Map überhaupt drin? Oh, sollen wir Speed am besten nehmen, oder? Oder wir nehmen Vision, wir nehmen Sicht. Das ist hier gut auf der Map, safe. Das ist so eine Map, was sind da auf Büsche drauf. Machen wir Vision. Okay, erstmal erste Runde jetzt hier mit dem Hypercharge. Ich hoffe, ich kann den Hypercharge überhaupt aufladen hier. Also wir sehen schon mal, wir spielen jetzt hier gegen viele Tanks. Hab Vision aktiviert, das heißt, auch wenn ich sie treffe, bleiben sie im Busch erstmal sichtbar. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt heute. Okay, jetzt passt auf. Komm, wir brauchen irgendwie so einen Hypercharge. Komm, ja, wir haben einen Hypercharge. Jetzt sind zwar alle tot, aber ich kann einmal zeigen. Einmal zeigen, jetzt hier. Einfach mal rein. Da. Der ist halt schon fett, ne? Der ist halt schon fett und macht auch brutal Schaden, vor allem auch. Vor allem der Slow haut halt richtig rein. Habe ich ein bisschen vergewastet gerade, aber egal. Ah, sehr, sehr geil. Erster Win. Hypercharge, sehr krass. Oh, wir kriegen... Oh mein Gott. Mythisch. Ja, schade, Mann. Selten. Schade. Okay, wir sind in der entscheidenden Runde. Oh mein Gott, da kam ein Snipe gerade schon. Oh mein Gott. Wir sind in der entscheidenden Runde für Rang 10. Wir dürfen uns vor allem unsere Winstreak nicht verlieren. Wir haben nämlich schon eine Elva-Streak. Wir haben mal geil einfach... Überleg mal, wir würden einfach mal irgendwann jede Runde gewinnen bis 1250. Das wäre echt... Das ist wahrscheinlich unmöglich, ne? Aber... Ja, halt schon witzig, sag ich ehrlich. Wir nehmen mal den Heal von dem Kaktus mit. Ja. Sehr geil. Kriegen 3 Cubes, ist wichtig. Und der ist auch gestorben. Also Spike ist auf jeden Fall kein guter Brawler für Solo-Showdown. Er hat einfach zu wenig Leben und... Also in erster Linie hat er zu wenig Leben. Er kann sich einfach sehr schlecht wehren. Natürlich gerade auch gegen Team, aber komplett ausgeliefert, wenn dann irgendwie... Keine Ahnung, wenn die dann komplett irgendwie zu dritt auf einen gehen, ne? Aber, ja. Sehr geil. Ich finde diese Kill-Animation noch wild. 10 Minuten gleich. Ey, gutes Tempo bisher. Ich hab mich hingeschaut. Oh mein Gott, ich hab mich hingeschaut. Ich bin in den Pearl reingelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ulti. Schöne Ult. Der kann jetzt nicht raus. Der kann da jetzt nicht raus. Er ist im Poison gestorben, wichtig. Okay, konzentrieren. Ich darf nicht nach oben schauen. Die ersten 10 Minuten, sehr gutes Zeit. Timing bisher. Sehr gute Zeit. Sorry, wenn ich ein bisschen verwirrt heute rede. Keine Ahnung, Ich habe schon lange aufgenommen heute. Geil. Der muss sterben. Nice. Um die Wand so ein bisschen rum ist halt auch geil, ne? Ich habe nicht genau gesehen, wer der Letzte ist. Mal schauen. Hier ist ein Miko, Junge. Miko, aber ohne Cubes. Lass ihn einfach reinbaiten. Der wird eh instant sterben. Da kann ich nichts machen. Komm. Oh, nee. Jetzt nicht diesen bitte machen. Bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, reingebaitet hier. Ich glaub, wieder weg. Ja, sehr geil. Hat mir zu viele Cubes. Richtig, Mann. Okay, Zwischenstand. Nach 10 Minuten. Rang 10. Und auch hier noch ein paar Showdown-Quests nebenbei. 12er Winning Streak. Guck mal, der ist übel aufgedeckt jetzt die ganze. Hä, das ist richtig geil. Hä? Ist ja übel broken für die Map. Ich wusste gar nicht, dass es so stark ist. Hä? Mal schauen, ist hier. Guck mal. Zack, ist auch noch hier Slow natürlich getroffen. Jetzt hier Mr. P schön die Ulti rein. Nice. Hä, ist übel stark, das Gadget. Das Gear. Übel geil. Entscheidende Runde für 300. Ey, danke auch für über 5000 Live-Zuschauer. Stimmt. Vergessen zu sagen. Das ist wieder crazy. Danke. Irgendwann Rosa. Nee, das ist Miko. Schade. Das ist Miko als Gegner. Ist auch okay. 1-0. Also Miko ist, glaube ich, sogar ein ganz guter Konter gegen Spike. Weil er so rumhüpfen kann. Die ganze Zeit natürlich, ne? Aber ich glaube, es geht auch. Ich mache auch ordentlich Damage. Oh, Rosa ist gestorben. Oh. Jetzt hier mein Moment gekommen. Ah, jetzt habe ich mich direkt hitten lassen von der B. Perfekt. Jetzt muss ich zeigen, was ich kann als Spike. Ulti ausweichen. Jetzt hier schön die Hits rein. Schön Miko getroffen. Wunderbar. So, jetzt hier. Das ist halt so geil. Ja, okay. So viel muss ich jetzt auch nicht zeigen. Wir sind noch nicht so hoch. Renner Trophäen. Sehr, sehr geil. Da haben wir es wichtig. Wir haben die ersten zwei Mastery-Stufen. 1000 Münzen und 150 Powerpunkte. Sehr geil. Konzentrieren. Entscheidende Runde. Oh, ist schwierig. Für 500 Trophäen. Das Ding ist, Spike ist echt nicht gut für Solo, wie gesagt. Ich meine, wir sind Power 11. Es ist schon machbar. Wir bräuchten halt ein paar Cubes. Die Map ist auch nicht unbedingt perfekt für Spike. Weil das Ding ist, in der Mitte kann er sich jetzt nicht so gut einfach durchsetzen. Sekunde. Wir sind irgendwie der Einzige in der Mitte. Oh je. Ist nicht mehr das ein Bibi. Also wenn wir so irgendwie so 3-4 Cubes kriegen würden, wäre schon geil. Oh, Bibi kommt, Bibi kommt. Was macht die da? Was macht die da, hä? Das ist free für uns gewesen, ein paar Hits aufzuladen. So, jetzt hier ist, glaube ich, in die Wand geschossen, egal. Der ist down, okay.
Wir können eigentlich am besten auf die andere Baby draufgehen, würde ich sagen. Wo ist der andere? Oh mein Gott, voller Treffer, der war da noch im Busch. Kriegen wir ihn mit dem Curveball? Sehr schön, richtig. Ja, die Baby ist noch dort. Ist okay, ist okay. Okay, es muss fairerweise sagen, es war noch knapp. Ich hätte es fast noch verkackt, aber ich habe es geschafft. Wollte gerade sagen, was ist ihr Plan? Aber war noch knapp. Okay, jetzt haben wir eigentlich die Mitte. 6 Cubes. Da ist Pearl, ist easy. Okay, wir warten noch ein bisschen ab. Auf ganz safe. Dann gleich eine gute Ulti draufwerfen. Wir haben genug Cubes auf jeden Fall. Wir können jetzt auch hier gut Druck aufbauen. Jetzt vor. Ja, schön auch getroffen. Perfekt, hat nichts mehr. Das ist halt krass, ne? Das ist wirklich krass. Spike super krass. Haben wir noch einen Hypercharge aufgeladen. Wir müssen längst Platz 1 holen, ansonsten reicht's nicht, ne? Ich weiß noch nicht genau, wer noch die Gegner sind, tatsächlich. Ich glaube, Edgar müsste noch am Leben sein. Was ist das denn jetzt hier? Ems. Oh, was ist denn die Ems reingelaufen? Kurz healen und dann einfach gleich einen Hypercharge nutzen gegen Edgar und so weiter auch. Ja, wir drängen die einfach so ein bisschen ineinander rein, lassen die am besten miteinander fighten. Komm. Ich glaube, die will da nicht rein. Lauft sie weg. Was ist das denn jetzt? Komm, lauf rein einfach. Lauf da rein. In den Edgar. Oder was auch immer noch übrig ist. Ich will halt meinen Hypercharge und meine Ult jetzt auch nicht wasten, wisst ihr? Wir baiten mal ein bisschen. Das nervt. Ich könnte halt machen, aber ich will halt... Ja, komm, jetzt mal hier so ein bisschen. Hier oben. Ach komm, egal jetzt. Ist mir jetzt zu lang. Ist mir jetzt wirklich... Ich bin noch ein bisschen in die Ems reingelaufen. Ist jetzt wirklich zu lange. Habe ich jetzt auch keinen Nerv zu. Ich meine, wir können sowieso eigentlich easy den Win holen. Ja, genau. Reicht doch. Warum sollten wir da so lange abwarten? Normalerweise muss man abwarten, das spielen, aber jetzt hier natürlich noch nicht. Geil. 539er Streak. Schöne Runde. Zwei Quests auch noch. Oh, wir kriegen auch so viel zum Öffnen hier nebenbei. Ja. Ah, die Ult hätte ich noch ein bisschen weiter hinten platzieren können, aber ist egal. Hat auch trotzdem Double Kill. War trotzdem okay, war trotzdem okay. Okay. 600 Trophäen. Wir sind Starspieler. 47er Streak. Wir gehen rein, erster Modus Juwelenjagd. Ich sag ehrlich, Spike ist eigentlich in jedem Modus gut. Also außer in Showdown wirklich. In Showdown ist, glaube ich, der einzige Modus, wo er halt echt nicht so gut ist. Ansonsten könnt ihr eigentlich Spike wirklich überall spielen. Er hat eine super Range, er macht super viel Schaden. Er bringt euch gute Kontrolle rein. Also gerade Juwelenjagd oder auch Brawler finde ich ihn sehr stark. Tresor bringt auch noch. Gerade auch Tresor mit dem Schaden ist er auch sehr, sehr stark. Ja, ihr seht schon, das ist halt krass. Das Gems. Ja, ist halt auch eine krasse Kontrolle hier, ne? Schaut sich an. Hier auch der arme Fang nochmal. Ja, die können halt nichts machen, ne? Auch hier das Vision Gear auch immer sehr stark. So, einfach 10 Gems. Dann schön verstecken und dann gewinnen wir das sehr souverän. Sehr schön. Genau. Wir gehen sogar ein bisschen nach vorne, um uns hier einfach eine schöne Ult gleich reinzuhauen. Ah, okay. Jetzt komme ich gar nicht dazu, jetzt hier. Da haben wir die Ulti-Nummer. War schön. 10 Gems. Juwel hat überstanden. Nächster Modus. Wir gehen rein in Eliminierung. Die Map ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich sehr, sehr gut geeignet mit Spike. Wir haben nämlich Sichtgear an. Jetzt bleiben die sichtbar, wenn wir die... Jetzt bleiben die alle sichtbar. Okay, ich bin dumm gewesen. Ich bin gestorben, aber trotzdem. Ich habe sie alle sichtbar gemacht. Für mein Team. Das ist halt gut. Was ist denn der? Oh, da war er direkt in der Ecke. Ich habe ihn genau getroffen. Geil. Okay. Genau, das Geile ist eben hier. Ne? Ich kann die einmal treffen. Und dann sind die halt auch zu sehen. Und der Schaden ist eh gut. Also, ich glaube, Spike ist gar keine so schlechte Wahl hier für die Map auf jeden Fall. Noch einmal so ein bisschen überall hin aim. Oh, ist er hier gestorben? Nicht so gut. Fast gekillt, aber nur fast leider. Da war noch ein Bow. Oh je. Also ehrlich, jetzt für die Map ist nicht unbedingt geeignet, ne? Ich meine, da ist eher Shelly, Tara, Bow ist also die beste Kombi, ne? Ups, das haben wir ihn. Sehr gut. Okay, wir haben Hypercharge. Jetzt hier. So, fett. Ich hoffe, ich treffe die irgendwie. Ja, hab sie. Nice. Hab sie eigentlich nicht ganz bekommen, glaube ich. Egal. 8:5. Oh, Rico, gute Ult. Stecke mich. Sehr gut. 10:6. Ich sag ehrlich, wie gesagt, für die Map nicht unbedingt geeignet, der Brawler. 2:2. Ging okay. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir eine 50er-Streak. Wir gehen rein in Knockout. Knockout ist auf jeden Fall Spike schon mal besser, aber auch nicht unbedingt optimal. Er hat halt ein bisschen wenig Leben. Und gerade am Ende ist er halt nicht mehr ganz so stark, wenn die Zone halt kleiner wird. Deswegen. Oh je, jetzt muss ich echt aufpassen, sehe ich gerade. Haben wir hier noch einen Dynamite mit Stun? Den haben wir irgendwie. Ja, sehr schön. Er hat hier mitgekillt. Nice. Okay, Konzentration. Wir haben die Ulti, wir haben gleich einen Hypercharge. Am besten vor allem halt eine gute Ult treffen wäre halt ganz geil. So, jetzt hier Dynamite. Oder Squeak, okay. Jetzt haben sie hier Marak irgendwie so ein bisschen arg getroffen. Schöne Ult, aber auf den... Jawohl, das war es auf jeden Fall für ihn. Überlebt, sehr, sehr schön. Er hat sich nochmal rausgeportet, geil. Wo ist er? Da hinten ist er. Ja, er wird keine Chance haben, wir sind zu dritt.
Geil, Mann. Also, Knockout ist da besser, aber nicht unbedingt der beste Brawler, muss ich wirklich sagen. Aber ist okay, ist okay. Auf geht's. Wir sind gleich bei 7 Trophäen schon mal mit Spike. Jetzt Tresorop. Als Tresorop ist Spike wirklich gut. Aktuell, muss man wirklich sagen. Macht guten Damage. Kann auch gut auf Range vor allem die Leute weghalten. Und, oh je, das ist da noch eine Piper gewesen scheinbar. Oh je. Haben Angst den Kill geholt noch. Treffen auch den Cold jetzt hier sehr gut. Jetzt haben wir die Ulti. Mal schauen. War lost. Wir haben den Tresor vor allem nicht getroffen. Wir hätten ja auf den Tresor die Ult werfen müssen. Das war dumm, egal. Mal guck mal jetzt hier. Jetzt kann ich immer wieder hier schon reinschießen. Den Cold auch treffen. Das ist halt perfekt. Ja, wobei, ich muss ein bisschen mehr auf den Tresor auch treffen. Ich glaube, Marak hat ein bisschen Probleme mit, als ein Werfer hier gegen Piper auch. Versuchen mal ein bisschen zu helfen. Ich glaube, es hat schon mal, ja, es hat schon mal gut geholfen. Es wurde ganz getroffen. So. Wir laden ja auch langsam den Hypercharge auf. Dann sollte es hoffentlich passen. Sehr, sehr schön. Genau, das können wir wieder hier schön reinhauen. Ja, haben wir? Jawohl. So, und jetzt gleich, wenn wir den Hypercharge haben, geht's richtig ab. Dann können wir auch so schön auf den Tresor vor allem die Ulti werfen, dass wir mal extra Damage bekommen. Da haben wir den Hypercharge, genau. Jetzt aufpassen. Hier vielleicht mal einen Kaktus hin, einmal hinstellen. Genau. Und jetzt geht's los. So. Ja. Das ist halt jetzt heftig, ne? Das ist jetzt wirklich heftig. Schaut euch den Damage an, den wir jetzt gemacht haben. Das ist halt wirklich krass. So. Die anderen beiden sind es ein bisschen abgelenkt. Wir nutzen wieder den Kaktus hier aus, um auch hier zu healen. Na gut, von Cold. Ist okay, wir sterben. Haben noch Cold mitgenommen. Geile Runde. Geile Runde. Na, die Piper könnte ich ignorieren. Dann sollte ich lieber nicht machen. Die macht zu viel Damage. Nice. Doch nicht nice. Er stirbt nochmal. Aufpassen gegen Piper jetzt. Sie auf gar keinen Fall einen Hit irgendwie kassieren, dumm. Ah! Ja, sehr schön, okay, wichtig. So, 8%, 7%, 4%. Das sind die letzten Prozente. Und das ist es. Und schaut das auf die Stats. Schaut auf die Stats. So. Aber müsste gut gewesen sein. Falsch. Das kam aus. So. Okay, 5:1 im guten Damage, vor allem mit der Dings gemacht. Ist okay. Okay, auf geht's. Entscheidende Runde für. Junge, wir sind so schnell in 1:09. Hört mir jetzt erst auf. Heftiges Timing. Direkt 1-0 wieder. Logge sehr stark auch mit der Jackie die ganze Zeit. Ein Tor für 700 Trophäen hier, komm. Na, Edgar natürlich ein bisschen eklig. Junge, Logge macht es komplett alleine. 700, geil, habe ich jetzt gar nichts machen müssen. Sehr geil. Imone. Danke fürs Mitglied. Geil, Mann. 708 Trophäen. Hast du Mastery geschafft? Ja, Mastery Stufe 1 Silber, 300 Powerpunkte, geil. Die letzten drei entscheidenden Runden. Junge, was wieder alles rein, heftig. Für die 57 Trophäen hier, auf geht's. Volle Konzentration. Wir haben hier Marak, glaube ich, als Mate, oder? Oder ich weiß gar nicht, wer jetzt hier ready gegangen ist. Ah, ist hier noch direkt ein Edgar auf mir, gar nicht geil. Ich brauche Hilfe. Ich brauche auf jeden Fall jetzt hier schon mal Hilfe eigentlich. Und irgendwie bin ich jetzt hier ein bisschen auf mich... Ja, so lost. Ey, aber Spike wirklich nicht gut in Solo aktuell, in Showdown aktuell. Das Team ist schon mal rausgenommen. So, guck mal jetzt hier. Die haben ja gar keinen Bock. Guck mal, die Shelly jetzt, die kann jetzt nicht mehr rauslaufen, haben wir zugemacht. Ah, ist ja doch knapp entkommen fast. Jetzt mal hier das Gadget nutzen. Ist das krank, Junge. Das ist so OP. Jetzt kann ich hier den Heal auch ausnutzen nochmal. Ist das OP. Also fairerweise, Spike ist nicht gut, ne? Trotzdem, wie gesagt, für Showdown. Es ist auch kein total schlechter Brawler, aber ah, ich würde schon andere Brawler empfehlen für Showdown. Drei Teams noch am Leben. Ja, easy, auch rausnehmen. Oh. War kein Stun, okay, sehr gut. Ich bin noch reingelaufen in die... Ich dachte, ich will safe nicht getroffen werden, egal. Letzter Gegner. Und damit haben wir gewonnen. Schöne Runde hier von uns beiden, auf jeden Fall, direkt. Wir wollen auch vor allem die Streak halten. Irgendwie 55er Streak. 13-0, Logge 6-0, geile Runde. Weiter geht's. Konzentration. Am besten direkt hier zwei Kills. Ja, macht er gut. Sehr gut hier von Logge. Direkt nach vorne gesprintet hier für die anderen Kisten. Macht das am besten genau so. Man muss so schnell es geht so viele Kisten, wie es geht, holen. Jetzt haben wir direkt 4 Cubes zum Anfang. Und jetzt können wir halt direkt fighten. Das ist halt krass. Guck mal, was ein Start. 5 vielleicht sogar? Eventuell? Nee, 4. Ist sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Okay. Hier schön drauf. Ist leer? Ah, okay, da ist ein Gegner. Okay. Hä? Der ist AFK irgendwie? Sehr gut. Okay, am besten immer ein Team fokussen, was wenig Cubes hat. In dem Fall jetzt die eigentlich eh ein sehr gutes Ziel, würde ich sagen. Oh, perfekt, ich bin einfach gestorben. Logge, mach keinen Mist. Hol die Cubes und lauf weg. Ja, ich sage, Spike ist... Es war jetzt natürlich mein Fehler, dass es reingelaufen ist. Spike hat einfach zu wenig Leben für Showdown. Ich habe mein Schildgear vergessen. Also wichtig gewesen, hat mich safe gerettet gerade. Egal. Okay, wie dann am besten so ein schlechteres Team fokussen? Ist in dem Fall vielleicht das hier, würde ich sagen. Ja, schön gedodged. Eigentlich die Ulti war nicht so gut von mir. Richtiger Kaktus.
Ich hab sie mitgenommen. Ist okay, ist okay. 10 Cubes ist gleich. Ich brauche immer noch mein Schildgear gleich, auf jeden Fall. Wo sind die Teams? Okay, da ist ein Team. Da ist ein Dynamike. Hier die Ulti drauf werfen. Schön, aber okay, das ist ganz mies. Okay, er hat die Jumpstar-Power. Die ist normalerweise wesentlich schlechter, aber in dem Fall war sie jetzt halt wirklich gut. Da haben wir sehr schön. Den sollten wir auch easy kriegen. Nice. Und damit sind wir jetzt hier in Showdown. Und der... Oh, 10 Cubes sind wir der letzte Gegner. Okay, schwierig. Haben wir auch normalerweise. Ja, ist also schön. Schöne Runde, vor allem hier von Luge. Ich habe Schildgear vergessen zu nehmen. Shit, egal. Ich habe es vergessen. Egal, entscheidende Runde. Für 750. Auf geht's. Wir müssen jetzt gewinnen. Ich habe Schildgear vergessen, was sehr dumm ist, weil das Vision Gear bringt ja fast gar nichts hier. Oder bringt weniger, aber ist egal. Direkt 2 Cubes. Direkt 3 Cubes. Gut hier auch von meinem Mate wieder. Edgar. Edgar natürlich gar nicht geil. Muss aufpassen. Edgar leider auch ziemlich gut gegen mich. Muss echt aufpassen. Nein, ich hab den einen Schuss gerade. Ich hätte ihn kriegen müssen. Der Jump war übel lost von ihm. Ich habe nur gerade den Schuss rausgehauen. Ich fasse es nicht, wie schlecht. Ah, das war schlecht. Ja, das ist jetzt wirklich gerade schlecht. Anne Spike ist so lost, aber auch ein Showdown, ne? Mit Schild hätte ich es wahrscheinlich geschafft, ne? Egal, ja, ich weiß es nicht. Hat er so viele Cubes auch noch perfekt. Okay, erstmal weg von Dynamike. Wir müssen die Runde jetzt irgendwie schaffen. So, guck mal jetzt hier. Da ist der Dings. Dynamike müssten wir eigentlich... Jawoll! Voller Vision, sehr, sehr gut. Schon mal einer weniger. So, wichtig. Schon mal einen Kill rausgeholt, einen Cube rausgeholt. Nächster Kill. Jetzt läuft es auch. 2 Cubes. Jetzt haben wir es. So. Jetzt haben wir die Ulti direkt. Mein Mate hat auch nochmal einen Kill gemacht. Versuchen so ein bisschen reinzubaiten. Klappt, perfekt. Ist ja lost. Also ich meine, ich bin... Nein, der respawnt! Oh, die Cubes! Nein, Logo, geh da hin! Ich fasse es nicht, die ganzen Cubes. Es war so gut eigentlich hier, die Ulti. Es war total lost, von ihm da reinzulaufen. Jetzt überleben die auch noch. Ich kotze. Ich habe es, hab einfach einen Hypercharge auf den drauf. Kein Bock mehr auf, auf den Mist, alle. So. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Team. So, beide rausgenommen. So nämlich. Und der nächste Edgar mit 7 Cubes. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mit einem Hypercharge noch. Komm, Luge. Ja. Hier, diese ganzen Edgars, das ist insane. Einfach drauf, einfach drauf. Jawoll. Geil, Mann. Aber Edgar wäre mir echt kein Freund mehr mit dem Brawler. 4:3 und 4:0, schöne Runde. Und 57. 8 und 50er Winstreak. Okay, auf geht's. Wir sind in der entscheidenden Runde für 800. Ich habe warum auch immer jetzt einfach Dunkler Lord Spike aktiviert, statt Toon Spike gerade. Egal, auch ein geiler Skin. Jetzt hier für die Runde nochmal extra. Und es sieht direkt hier sehr gut aus. Schöner Schaden schon mal. Den können wir schon mal zu gut hier zusammen rausnehmen. Mord ist hier ein bisschen abwartend. Sehr, sehr gut. Und ja, noch nicht ganz. Schöne Ulti von meinem Ja, sehr stark gespielt, ganz nur. Und damit noch ein einziges Tor hier für die 800 Trophäen. Bisher haben wir noch kein einziges Mal auch insgesamt verloren. Hier auch wirklich absolut krass. Ulti trifft sehr gut. Wunderbar. Der Mortis jetzt hier. Ein bisschen nervig. Haben wir... Oh, jetzt habe ich in den Ball gepasst. Schade. Hat die Hypercharge von Maisie vielleicht hilfreich. Mal schauen, ob das was bringt. Versuche ein paar Hits zu landen. Jetzt habe ich meine Ulti auch nochmal. Sehr nice. Ulti trifft... Ah, nicht so ganz, aber ist okay. Jetzt kann ich auch nochmal Hypercharge hier aktivieren. Kaktus davor. Nice. Das war eine sehr schöne Runde. Und, ja, sehr geil. 2-0, 4-0, 2-1. Leute, ich habe noch länger den Startup im Shop. Sekunde mal. Stimmt, den gab es irgendwie heute wegen chinesischen Neujahr. Und? Link 1000. 55.000 Trophäen sogar genauestens gerade zum ersten Mal erreicht. Wir pushen ja gar nicht extrem hoch, ne? Also, so die Lows müssen wir halt vor allem mal hoch. Aber durch die 35er und 30er pushen wir halt nebenbei jetzt ganz krass eigentlich. Ah, schade, nicht die beste Ulti. Hä? Ist das echt geklappt? Ja, normalerweise geht das immer schief. Okay, entscheidende Runde für 900. Auf geht's. Entscheidende Runde hier für 900. Direkt den Kaktus hier ausnutzen. Shelly ist schon mal fast down. Wird hier ein bisschen... Ja gut, fast down ist anders. Wird schon mal ganz gut zurückgedrängt. Darf ich meinen Kaktus hier nutzen? Nice! Schöne Ulti auch nochmal von ihm. Kann ich hier nachdrängen. Die Ulti mal nicht geworfen. Nice. Sehr, sehr gut. Ein Ulti auch aufgehoben. Wichtig. Okay, ein Tor jetzt hier für die 900, Leute. Ulti war jetzt nicht optimal. Ich hab's noch keinen getroffen, leider. Okay. Ist nicht so gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, die brennen uns gerade ein bisschen. Schön. Schön, schön, schön von ihm. Stark. Nächster Kill. Wichtig. Jetzt ist Mortis noch da. Aufpassen. Sagen. Oh, okay. Hat's probiert. Geil. Okay, aber gleich Hypercharge. Okay, ich werde das auch hier. Wir warten jetzt ein bisschen. Jetzt, sehr schön. Ja, das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann ich hier voll auch die Ulti reinhauen. Jetzt könnt ihr auch gar nicht dahin laufen. Nice. Hypercharge drücken. Let's go. 900 Trophäen. Wir sind 30 Minuten jetzt hier am zweiten Tag von 750 auf 900. Das ist sehr gut. Aber letztendlich sind viele Brawler auch gut. Also nicht nur den einen Pick auf jeden Fall.
Geil. Dieser Kaktus ist auch geil. Der ist übel stark. Ey, guter Zwischenstand. Wir sind jetzt schon auf. Ach krass, wir haben noch zwei Spiele. Auf geht's. Zwei Spiele für die 1000. Wir legen los. Rang 30. Hoffentlich jetzt hier der Win. Oh je, Jackie kommt jetzt hier gut rein schon mal. Ah, schon mal hätte ich drauf gelandet. Ach, Jackie ist aber auch echt eklig hier auf der Map. Vor allem, wenn die ganzen Wände auch noch da sind am Anfang. Oh, Junge, Larry Lowry vor allem arg. Nicht gut. Oh Junge, diese eine Spinne noch. Junge, ey, ich hab, das muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich gecarried. Das ist komplett gecarried. Okay, komm. Ulti gleich da. Jetzt will ich auch noch was machen, komm. Heal ein bisschen. Ah, war okay. Nee, war eine schlechte Ult. Ah, nee. Das war eigentlich nichts, egal. Jackie nochmal. Ja, habt ihr es schon. Habt ihr. Oh, nicht ganz. Charlie nochmal. Was werden die wahrscheinlich den Ball versuchen zu holen? Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich Hypercharge. Das kann jetzt krass werden. Jawoll, der hat gesessen. Hi, no way. Ja, die wird sich nicht. Ja. Du hättest rechts rumlaufen müssen. Dann wärst du nicht in die Jackie Ult geraten. Ich hätte allgemein, ich wollte irgendwie scoren auf Krampf, war dumm. Mhm. Ich auf jeden Fall nicht so eine. Sehr, sehr gut. Das kann ich die richtig gut hier weghalten. Klar, ich die Ulti sah jetzt vielleicht lost aus, aber ist okay. Nee, die ist gut. Oh, ich muss aufpassen. Wieso? Nee, das war nicht gut von mir. Ah, die Ulti, jetzt müsst ihr aufpassen, das ist immer eklig. Versuch den Bot rauszunehmen schnell. Ah, nee, es wird nichts, die werden scoren. Was zu machen. Noch übel die Ult gewastet wenigstens von ihr, geil. Trotzdem 1-1. Passt. Okay, ein Tor. Ein Tor für. Tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab auch jetzt Ult. Passt. Hab jetzt Ult. Hab sie getroffen. Haben sie. Ja, sehr geil, das war stark gespielt. Ah, noch haben wir sonst nicht. Nice, doch. Schön gespielt. Okay, damit. Ja, war eine schlechte Runde von mir, egal. Ein Game. Auf geht's. Entscheidendes Game für die 1000 Trophäen. Wir pushen gerade mal von 750 oder von 720 ungefähr, glaube ich, auf 1000 in 45 Minuten jetzt. Immer noch sehr, sehr krankes Tempo jetzt. Auf geht's. Jackie läuft jetzt direkt rein. Das ist gar kein Problem. Wenn man die Ult raus. Na, ja, die Ult war vielleicht nicht ein bisschen. Ne, die war ein bisschen arg los. Ja, das passt. Okay. Nicht fieden. Ja, ich bin auch nicht gefeedet. Ist gut. Passt. Sehr, sehr gut, komm. Jetzt Jackie. Nice. Ja, schöne Ulti, schöne Ulti. Jetzt hier den Heal auf jeden Fall verhindern im besten Fall. Gadget nochmal. Schön rausgenommen von euch. Das ist stark. Ja, Larry Lowry nochmal. Ulti jetzt am besten nicht wasten. Sehr schön gemacht. Ein Tor für die 1000, Leute. Ein einziges Tor. Jackie will jetzt hier reingehen. Jetzt hier auf den Ball. Ult, das war vielleicht nicht so schnell. Ich finde das gerade sehr. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist noch okay, ist noch okay. Search was bekommen. Sehr schön. Ich habe Hypercharges vor allem aufgeladen. Das ist sehr gut. Lass mal kurz ab. Oh, jetzt bin ich gerade in den Schuss reingelaufen. Ich hier ganz gut schnell. Also vor allem auf Jackie aufpassen, wollte ich gerade sagen, genau. Nice. Richtig, wichtig. Nice. Sehr schön. Geil. Jetzt richtig gut. Nochmal hier Double Kill. Und das ist so schön, das finde ich. Sehr geil. 1000 Trophäen. 46 Minuten nochmal oben drauf. Das war sehr schnell. Ja, nochmal eine schöne Runde hier auf den allen. 1000. Geil. 15er Streak. Und damit geht es noch direkt weiter Richtung Rang 35. Für Rang 31, 1,5 Stunden. Oh, hier Larry und Lowry wieder. Auf geht's. Okay, erstmal jetzt hier auf Surge direkt drauf. Jackie hoffentlich ganz gut weghalten. Okay, saustark. Saustark. Geil, Mann. Kann nichts machen. Ob sie auch nochmal rauskommt? Ja, sehr schön zusammen. Darwin Lowry am besten. Jawoll! 1-0 direkt. Oh, shit. Warum trollt er? Warum verkauft er? Ich weiß es nicht. Er wollte cool sein. Er wollte cool sein fürs Last Game. Ja, ich krieg's auch vom Ball irgendwie nicht weg. Jetzt. Das ist sehr gut. Surge Ulti, das ist nice, gut. Nice, wichtig, wichtig, wichtig. An der Ball ist es halt so mies in der Ecke da hinten. Komm da nicht ran. Egal. Dann müssen wir halt Kontrolle halten. Ja. Okay, Jackie holt den Ball raus, schon mal. Okay. Gut, jetzt von ihr leider. Remelden. Schöne Ulti. Ach, die merken mir diese Double Hits. Ich hab beide geslowt, immerhin, trotzdem nur. Ah, ich bin dann trotzdem im Tor. Das gibt's nämlich. Warum das verkauft er so? Ich verstehe. Er wartet von mir. Egal. Komm. Nice. Jetzt brennen die nur meine Lane, das ist so toll. Nice. Schlechte Ulti.
Alter, scheiß Spot, oh mein Gott. So, er hat schon 3er Upgrade auch. Ja, die Corner natürlich jetzt. Jack hier raus, gut. Was ist hier? Ja, na, Jonas nicht. Keinen Schuss gehabt, alles gut. Ja. Komm, 1-1. Ich hab Hypercharge. Alle Hypercharge, glaube ich. Mhm. Das war schlechter Ult, ich war nervös, egal. Ja, gut, wie gut. Hab's noch bekommen? Komm. Nice! Okay. 1-1, komm. Alter Pfeiffer, du spielst besser wie ein Weltmeister. Was denn gewinnen? Schade. Hab jetzt Ulti. Schade. Komm. Nice. Das ist der Ball. Hi, Dax. Hi. Unfall. Oh mein Gott, Junge, was ein Game für einen 31 zum ersten Mal. Hi, Dark Piper. Sehr, oh mein Gott. Ich bin Starspieler sogar. Über beide gut. Aber Hi, Dark Piper geht sogar von den Stats. Ich will ein Statement haben. Junge, Underdog. Wir waren noch Underdog. Oh mein Gott, wo waren die? Junge, Starspieler 7-2. Oh mein Gott. 7-2 in der Runde. Das war wichtig. Junge, geil. Leider wurde genau heute 5 gegen 5 entfernt. Ansonsten hätte ich bestimmt den Rang 35er schaffen können. Aber 1000 Trophäen, Top 100 Deutschland trotzdem geschafft. Innerhalb von 3 Stunden von 0 auf 1050. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne an Creator-Code Jojonas im Shop. Gerne ganz rechts eintragen, alle 7 Tage gerne neu. Und nicht vergessen, am 24. Februar um 16 Uhr bringe ich meine eigene Handyhülle raus. Auf jojonas.shop könnt ihr euch gerne schon eintragen über den ersten Link in der Beschreibung und auch schon eure E-Mail eintragen. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn die Hülle rauskommt. Und bis dahin, lasst gerne ein Abo da. Für mehr Brawl Stars. Da ist noch der Abspann verlinkt. Danke für den krassen Support und ein geiler Skin wieder von 0 auf 1000 Trophäen heute. Ciao!